Es kennzeichnet die Deutschen, dass bei ihnen die Frage, was ist Deutsch, niemals ausstirbt. Das hat schon Friedrich Nietzsche gesagt, und zwar im Jahr 1886. So alt ist, wenn Sie wollen, die Leitkulturdebatte. Der Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat sie jetzt neu entfacht. Sind seine 10 Thesen im besten Sinne so eine Art Hausordnung für alle? Oder ist es das, was die Kritiker ihnen ihm vorwerfen, eher eine Ausgrenzung, und zwar der Muslime? Das Thema bei Sandra Maischberger. Beethoven oder Burka? Braucht Deutschland eine Leitkultur? Unsere Gäste. Mozi Mabuse, die Profitänzerin und RTL-Jurorin, kam mit 18 Jahren aus Südafrika nach Deutschland, hat mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft und sagt, wir brauchen keine Leitkultur, die uns vorschreibt, wie wir leben sollen. Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, unterstützt die Forderung nach einer Leitkultur, die in Bayern sogar in einem Gesetz verankert ist. Wer dagegen verstößt, dem drohen Sanktionen. Die Berliner SPD-Staatssekretärin Sausan Schäbli hält dagegen. Die Leitkulturdebatte ist eine gefährliche Stimmungsmache gegen Muslime. Auch Hans-Ulrich Jörges, Mitglied der Stern-Chefredaktion, kritisiert Innenminister de Maizière und nennt den Leitkulturvorstoß schlicht Flachsinn. Die konservative Publizistin Birgit Kelle mahnt hingegen, wer hierher kommt, muss sich einfügen. Daher ist die Diskussion um die Leitkultur längst überfällig. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, die Diskussion Leitkultur, das habe ich schon mal irgendwo gehört, dann tun Sie das mit gutem Grund. Frau Mabuse, Sie sind in Südafrika geboren, sind aber nach Deutschland gekommen, als Sie 18 waren, haben heute den deutschen Pass. Finden Sie es gut, dass der Innenminister Ihnen und uns allen sagt, dass es in Deutschland so üblich ist, dass man sich zur Begrüßung die Hand gibt? Oh, also für mich ist es so, ich kenne das jetzt von meinem Zuhause und wir haben das eben so gemacht, das ist normal. Aber also auch in Südafrika? Ja, auch in Südafrika, wir grüßen mit der Hand. Aber ich glaube, wir haben alle verschiedene Religionen, verschiedene Eindrücke. Man muss einfach offen sein, das ist meine Meinung einfach. Jeder kommt mit das, was er bringt, wo er aufgewachsen ist. Und da muss man ein bisschen offener sein. Ich glaube nicht, dass wenn man das nicht macht, dass es direkt respektlos oder sowas. Brauchen wir so eine Debatte? Meiner Meinung nach nicht. Okay. Also ich bin ein bisschen geschockt. Ich habe jetzt gerade gehört, Multikulti ist tot. Das war der Satz, was ich gehört habe. Das war richtig Schock. Ich finde Multikulti gerade eben schön, dass wir gemischt sind, dass wir lernen voneinander. Und diese Leitkulturthema finde ich, für mich finde ich, man braucht das nicht. Okay, schön, dass wir das am Anfang der Diskussion schon feststellen. Frau Schäbli, Martin Schulz hat gesagt, das ist eine Scheindebatte. Das ist der SPD-Kanzlerkandidat. Jetzt sind aber 52,5% der Deutschen anderer Meinung und sagen, nein, Deutschland braucht eine Leitkultur. Nur 25% sind dagegen. Erschreckt Sie die Zahl eigentlich? Also ich bin auch der Meinung, dass es eine Scheindebatte ist. Die Zahl erschreckt mich nicht, weil schauen Sie sich mal die Forderungen an, die de Maizière stellt. Leistung, wer will nicht Leistung? Allgemeinbildung, wer steht nicht hinter Allgemeinbildung? Ich frage mich, was so typisch deutsch an diesen beiden Forderungen ist und würde deshalb sagen, ich finde es irgendwie befremdlich, dafür die deutsche Leitkultur, für solche Forderungen die deutsche Leitkultur zu vereinnahmen, weil das ist alles andere als nur pur deutsch. Mhm. Frau Kelle, gehören Sie zu dieser Mehrheit von 52,5%, die sagen, wir brauchen so eine Debatte? Es ist keine Scheindebatte. Ich denke, der Anlass ist natürlich jetzt wieder Wahlkampf, aber alleine, dass wir quasi seit fast 2 Jahrzehnten darüber diskutieren, zeigt doch, dass es auf jeden Fall Diskussionsbedarf gibt. Also, dass diese Frage uns ja umtreibt, wofür stehen wir eigentlich? Also, was macht uns Deutsche aus und was wollen wir oder was erwarten wir eigentlich von den Menschen, die zu uns kommen? Und da denke ich, sind wir leider auf einem Weg inzwischen, wo wir uns gar nicht mehr trauen zu definieren, was wir eigentlich von Menschen erwarten. Ich habe eher das Gefühl, wir erwarten gar nichts mehr. Also wir sprechen gar keine Forderungen mehr aus. Also es ist eher Sie meinen, das ist eine gute Adresse an die, die zu uns kommen und betrifft eigentlich gar nicht so sehr die, die schon da sind. Nein, genau andersrum. Ich glaube, dass wir erstmal für uns selber definieren müssen eigentlich, was ist sozusagen der gemeinsame Nenner. Vielleicht ist der Begriff Leitkultur langsam ein bisschen abgelutscht, dass man sagt, wir brauchen einen anderen Begriff. Aber es geht ja eigentlich um die Frage, was ist sozusagen nicht diskutabel? Was ist nicht jeden Tag neu verhandelbar, sondern was ist etwas,
dass jeder, der in dieses Land kommt, akzeptieren muss, wo er sich integrieren muss. Also wo er zu uns hereinkommen muss und nicht mit uns verhandelt über Dinge, sondern sagt, ich akzeptiere, weil ich in dieses Land komme, dass hier diese Regeln sind, diese Sitten, diese Gebräuche. Und entweder ich bin bereit, das zu akzeptieren oder ich gehe wieder. Der Handschlag, ist das lächerlich oder richtig? Ich finde es grundsätzlich richtig. Ich glaube allerdings, es gibt auch Deutsche, die sich nicht die Hand geben. Oder es gibt auch zunehmend Jugendliche, die gar nicht mehr wissen, dass man sich die Hand gibt. Die geben sich die aber Faust. Aber was ist, die geben sich die Faust, sowas, genau, ja, so genau. Check. Ne? Meine Kinder, die würden sich abklatschen. Aber ich glaube, was damit gemeint ist, ist, dass wir nicht akzeptieren wollen zum Beispiel, oder ich jedenfalls nicht, dass jemand zum Beispiel einer Frau aus kulturellen Gründen den Handschlag verweigert. Nicht, weil er nicht grundsätzlich jemandem die Hand gibt, sondern weil er sagt, du bist eine Frau und dir gebe ich nicht die Hand. Das wäre für mich der Punkt, wo ich sage, doch, du wirst mir die Hand geben. Herr Herrmann, in Frankreich hat gerade ein Mann gewonnen, der mit einem klaren Bekenntnis zu Europa hinter sich die Wähler versammelt hat. Und da kommen wir jetzt, also die CDU, die CSU hat es auch schon getan, mit der deutschen Leitkultur. Ist es nicht ein bisschen rückwärtsgewandt? Nein, überhaupt nicht. Und das, was Macron zu diesem Thema gesagt hat, da können wir, denke ich, das Allermeiste in Deutschland ja auch unterschreiben. Das Allermeiste, was deutsche Leitkultur, wenn man den Begriff verwenden will, so ausmacht, ist ja auch etwas, was die europäischen Nationen miteinander verbindet. Da ist ja kein Gegensatz da. Aber ich würde vor allen Dingen auch sagen, es geht um zwei Aspekte im Wesentlichen. Das eine ist zunächst einmal, wir müssen uns selbst doch klar sein, wir müssen uns bewusst sein darüber, was der Kern unserer Gesellschaft, unseres Zusammenlebens, des Zusammenhalts auch unserer Gesellschaft ausmacht. Und dann diskutiert ganz Deutschland ständig, wir müssen integrieren. Integration, ganz wichtig. Mhm. Dazu muss man aber doch eigentlich wissen, in was soll denn jemand integriert werden? Worin besteht denn Integration? Wenn wir darüber nicht reden, sondern nur allgemein sagen, wir müssen integrieren, das kann ja kein Erfolg haben. Also müssen wir uns doch einig sein darüber oder jedenfalls darüber reden, wohin wird denn integriert? Denn das ist genau der Punkt, Multikulti hin oder her, nebeneinander herleben, das funktioniert eben nicht. Ein Teil der Probleme, über die in Frankreich jetzt auch gestritten worden ist, ist, dass dort über Jahre hinweg manche auseinanderleben. Manche Probleme der sogenannten Parallelgesellschaften entstanden sind, bis hin, dass dann Vororte von Paris gebrannt haben. Und da hat man gemerkt, wenn man einfach nebeneinander herlebt, wenn man sich nicht um die Integration kümmert, wenn man sich nicht darum kümmert, ob man sich wirklich vergewissert, was das eigentliche Zusammenleben ausmacht, dann werden Probleme entstehen. Und deshalb sage ich klar, wir müssen uns selbstbewusst sein, ja, was unser Zusammenleben in Deutschland ausmacht. Und das meiste davon ist identisch mit dem in Europa insgesamt. Das ist das eine. Und das zweite ist, was sind die Mindestanforderungen, die wir in der Tat an jemanden, der neu in unser Land kommt, stellt, damit Integration auch erfolgreich ist. Warum, Herr Jörges, diskutieren wir das jetzt? Beziehungsweise warum hat Herr de Maizière das Fass jetzt gerade aufgemacht? Haben Sie da eine Vermutung? Da komme ich gleich drauf. Ich will noch zwei Sätze vorausschicken. Ich glaube, da stimme ich Ihnen zu. Wir sollten in diesem Land schon hin und wieder diskutieren, was das Land zusammenhält und was unsere Gemeinsamkeiten sind und was die Gemeinsamkeiten zerstört. Aber an dieser Diskussion nehmen die Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, teil. Das richtet sich nicht gegen die. Mhm. Wir haben ein Fünftel Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Sie sind Teil von Deutschland. Die betrachte ich, wenn sie hier dauerhaft leben, als Deutsche und nichts anderes. Erstens das. Zweitens hat sich vieles auch an den Deutschen selber, an den Bio-Deutschen abzuarbeiten. Da vermisse ich einiges, und zwar Gravierendes bei de Maizière, der bei den 10 Punkten gar nicht Bezug nimmt auf die Frage dieser Hasswellen, die durchs Land gehen. Und das richtet sich an die Deutschen und nicht an die Migranten. Denn diese Hasswellen wenden sich gegen die Migranten. Da müssen die Deutschen mal gepackt werden. Warum tut das de Maizière? Warum macht es das gibt, jetzt? Es gibt, meine These ist, eine Leitkulturdebatte, die alle umfasst, ja, muss das Land vereinen und muss eine gemeinsame Grundlage schaffen. Er tut das Gegenteil, weil er doch, lassen Sie mich kurz begründen, das hat einen deutlich anti-islamischen Signalcharakter, diese 10 Punkte. Ich glaube, er tut das Gegenteil, er spaltet das Land, das hat auch schon die ersten Reaktionen haben es gezeigt, alle anderen Parteien sind dagegen, und er spaltet es deshalb, das ist auch die Absicht
Weil er will nicht das Land einen, sondern er will die Konservativen und Rechten mit der CDU wiedervereinigen. Und das tut er jetzt, weil jetzt Wahlkampf ist. Und zweitens, weil dieser nette Mann neben mir von der CSU als Spitzenkandidat für Berlin vorgesehen ist. Und der soll dort Innenminister werden. Er soll also auf den Stuhl von Herrn de Maizière. Da ist doch verständlich, dass Herr de Maizière ein bisschen mit den Flügeln schlägt und versucht, sich zu halten an seinem Amt. Das wird ihm nicht gelingen. Und dabei muss man ja sagen, Herr Herrmann wird ihn ersetzen. Und dann schreibt er auch noch so gnadenlos von der CSU ab, denn die hat ja schon im November 2016 ein Grundsatzprogramm aufgelegt mit der schönen Überschrift Die Ordnung.